Hallo liebe Kinder, ich bin Gina. Und ich bin Johanna. Ich kümmere mich bei Sternipark darum, dass eure Erzieherinnen und Erzieher immer was Neues lernen können. Und ich leite die Roten Baumchaussee. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, sind unsere Kitas schon eine ganze Weile zu und wir können uns momentan gar nicht sehen. Auch Johanna und ich stehen nur so lange nebeneinander, weil wir sowieso jeden Tag miteinander arbeiten. Da ihr nicht zu uns kommen könnt, haben wir uns Folgendes überlegt. Wir bringen die Kita jetzt zu euch. In euer Wohnzimmer. Die Wohnzimmerkita sozusagen. Und wir haben jeden Tag tolle Sachen für euch vorbereitet, die ihr nachmachen könnt, die ihr mitspielen könnt, die ihr mitsingen könnt. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns davon Fotos schickt, wie ihr zu Hause die Sachen nachturnt oder nachbastelt, dass wir sie uns angucken können und dass wir so uns ein bisschen sehen können in diesen komischen Zeiten. Genau, und wir möchten richtig gerne von euch hören. Erzählt uns, was euch besonders gut gefallen habt, wovon ihr gerne mehr sehen möchtet und vor allem, wen ihr auch gerne sehen möchtet. Weil das Ziel ist ja, dass wir alle und eure Erzieherinnen und Erzieher zu euch ins Wohnzimmer kommen und wir uns in diesen komischen Zeiten nicht aus den Augen verlieren. Das Tolle ist, die Wohnzimmerkita kommt jeden Tag zu euch, auch samstags und sonntags, wo normalerweise die Kita ist. Heute ist Montag. Heute beginnt die erste Folge und dabei wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Tschüss! Tschüss! Kinder, mein Name ist Jacqueline und ich bin Sabrina. Wir beide arbeiten in der Wandsbeker Chaussee. Gut, wir wollen heute gemeinsam mit euch auf Löwenjagd gehen. Dafür packen wir erstmal unseren Rucksack. Den holen wir einmal raus. So, hierfür brauchen wir eine Schere, die packen wir rein. Und unser Fernglas, das packen wir auch rein. Gut, wir machen den Reißverschluss wieder zu und setzen unseren Rucksack auf. Fertig? Und los! Wir gehen heute auf Löwenjagd. Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Und wir haben keine Angst. Aber was ist denn das? Ein Fluss. Wir kommen nicht drüber. Wir kommen nicht runter. Wir kommen nicht drumherum. Wir müssen schwimmen. Sehr gut. Abschütteln und weiter. Wir gehen heute auf Löwenjagd. Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Und wir haben keine Angst. Aber was ist denn das? Ein Sumpf mit ganz viel Matsch. Da müssen wir durchstampfen. Abschütteln und weiter. Wir gehen heute auf Löwenjagd. Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Und wir haben keine Angst. Aber, was ist denn das? Eine Hecke. Wir kommen nicht drüber. Wir kommen nicht drunter. Wir kommen nicht dran vorbei. Wir brauchen unsere Schere. Sehr gut. Zurückpacken. Und los geht's. Wir gehen heute auf Löwenjagd. Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Und wir haben keine Angst. Oh. Was ist denn das? Eine Höhle. Wir gehen ganz leise rein. Wir holen unser Fernglas raus. Wir gucken. Ah, ein Löwe! Schnell! Er läuft hinterher! Und durch die Hecke! Schere raus! Schere weg! Und weiter! Und im Sumpf! Und weiter!
das war unsere Löwenjagd, liebe Kinder. Wir freuen uns, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Ja, hallo, ich bin die Bärbel. Ich arbeite im Elversweg in der Kita Sternipark und mit der Gruppe der feurigen Paprika machen wir ein ganz tolles Kita-Projekt. Und da habe ich euch den Toni mitgebracht, weil der Toni, der Spezialist da drin. Und wir möchten euch aber erstmal unser Guten Morgenlied singen. Habt ihr Lust, mit uns zu singen? Vielleicht kennen das einige Kinder von euch, vielleicht auch einige Erwachsene. Und dann geht's los. Guten Morgen, guten Morgen, ein neuer Tag beginnt. Guten Morgen, wenn wir zusammen sind. Ob Regen oder Sonnenschein, wir wollen heute zusammen sein. Egal ob's draußen schneit, heute ist wieder Kita-Zeit. Guten Morgen, ein neuer Tag beginnt. Vielleicht können einige von euch schnipseln. La 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 la. Oh, klasse, Toni, gut gemacht. Ich glaube, einige Kinder haben mitgemacht. Vielleicht haben sie auch geklatscht. Ich konnte heute gar nicht so gut schnipsen, wie es sonst klappt. Aber das macht nichts. Weißt du, wir spielen heute ein Spiel, Toni, für die Kinder. Und vielleicht möchtet ihr zu Hause auch mitspielen. Und ihr müsst ganz genau aufpassen, damit ihr jetzt nichts verpasst. Toni, wollen wir anfangen? Ja, was wollen wir denn spielen? Toni, was hältst du davon, wenn wir Forscher spielen? Warst du schon mal ein Forscher? Na klar, die ganze Zeit schon. Wir forschen doch am Wasserprojekt. Wasser ist Leben mit unseren Kindern. Und da habe ich schon ganz viel gelernt und die Kinder auch. Ja, gut. Toni, ich setze dich mal hierher. Wollen wir den ersten Karton aufmachen? Ja, okay. Schaut mal, Kinder, jetzt lese ich euch das vor, was da steht. Könnt ihr das gut sehen? Da steht Blubberflasche. Blub, blub, blub. Komisch, nicht? In einem Karton eine Blubberflasche. Und da drunter steht ein großes A. Das A kennen die Kinder. So wie Anton oder Anja oder Affe. Genau. Und da steht was drauf, Toni. Darf ich das vorlesen? Okay. Forscherstation Hamburg-Elversweg. Jetzt sind wir aber beide gespannt, was da wohl drin ist. Toni, guck mit rein. Komm, wir machen den Karton auf. Kinder, machen wir den gemeinsam auf. So. Der Deckel geht hoch, da ist ja was drin. Da, 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 da. Da kommt noch nichts. Nochmal einer weg. Und nochmal einer weg. Was da drin ist, schaut mal. Ui, ui, Toni, ich muss dich absetzen. So, du darfst gleich gucken. Schaut mal, was da drin ist. Das ist aber komisch. Vitamin C. Habt ihr bestimmt zu Hause. Mama und Papa, die nehmen die bestimmt ganz gerne jetzt. Dann haben wir noch was hier drin. Toni, schau, kennst du das? Das kennen wir noch vom Lebkuchenbacken. Das ist Lebensmittelfarbe. Schaut mal, welche Farbe ist das? Genau, rot. Richtig gesagt. Und welche Farbe ist das? Blau, ja, blau. Toni, rot und blau haben wir dabei. Und dann habe ich noch was. Guckt mal, das kennt ihr. Lecker, lecker. Das kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit. Brausepulver. So, Toni, Brausepulver kennst du auch, ne? Ja. Und dann haben wir noch was hier drin. So, den Karton stelle ich mal runter. Das ist ja komisch, was ist denn das alles?
Oh, ein Messbecher, Toni, schau mal, ein Messbecher. Da sind Zahlen drauf. Ja, die brauche ich dann, sonst mache ich das bestimmt verkehrt. Kinder, habt ihr zu Hause einen Messbecher? Lasst euch den dann mal von Mama geben. Den stelle ich mal hierher. Und dann habe ich ein Glas hier, guck mal einfach. Ein Marmeladenglas, wenn es geht, ohne Etikett. Schön, dass man durchsehen kann, aber noch toller wäre eine Flasche. Bloß ich habe leider keine zu Hause gehabt und Toni hat mir auch keine gefunden. Also, so, das Glas habe ich hier, schaut mal. Und jetzt machen wir ein wunderschönes Blubberglas mit euch gemeinsam. Toni, passt du auch auf, dass das richtig gemacht wird? Bärbel, du hast meine Schutzbrille vergessen, ein Blubberglas. Da kommt doch das alles mir entgegen. Naja, ich weiß nicht, aber ich setze dir die Brille auf, Toni, in Ordnung. Ich habe ja eine auf, du hast schon recht. Also, dann machen wir mal die Brille auf. Darf ich dich mal drehen? Ja, huch. Toni, nicht runterfallen. So, ach, du bist aber auch dick. Jetzt habe ich dich geschafft. So. Cool, sehe ich nicht cool aus? Hey, hört sich aus wie ein super Forscher. Ich bin heute der super Blubberflaschenforscher mit Bärbel. Da, da. Ja. Toni, du bist ja wieder voller Eifer. Aber sitzen bleiben musst du schon, ja? Ich brauche jetzt beide Hände. Jetzt musst du aber zuschauen. Auf geht es. Schau mal, wir brauchen den Becher, das habe ich gesagt. Ich habe was vergessen. Schaut mal, Kinder. Öl. Habt ihr Öl zu Hause? Ein Sonnenblumenöl am besten, weil ich glaube, das Olivenöl will die Mama für den Salat brauchen. Lasst euch das von der Mama geben. Toni, ist das so gut? Ja, cool. Weißt du was, Toni? Das mache ich anders. Ich möchte, dass du richtig zuschauen kannst. Ich setze dich hier auf den Karton. Yay, jetzt kann ich wenigstens runtergucken. Super. So, ihr Lieben, jetzt geht es los. Ein Experiment. Wir brauchen einmal ein Teil Wasser und zwei Teile Öl. Kinder, ihr könnt zählen bis drei. Passt auf, jetzt nehme ich den Messbecher. Und hier steht eine Zahl, die heißt 100. 100 Milliliter. So misst man Flüssigkeit ab. Die Großen wissen das vielleicht. So, und jetzt habe ich hier einen Wasserkrug und schütte einfach mal 100 Milliliter hier in den Becher. Toni, gucke, dass ich das auch richtig mache und nicht zu viel, sonst geht das nicht. Cool, ja, jetzt haben wir es. 100 Milliliter, Kinder, 100 Milliliter habe ich drin. Toni, darf ich das reinschütten? Okay, also 100 Milliliter. Aber weißt du was, Toni? Ich glaube, ich kann ja auch 200 nehmen. Dann muss ich aber 400 Öl nehmen. Ob das dann noch reingeht? Oh, ich glaube, dann habe ich... Das geht nicht so gut. Toni, wir lassen es bei 100, sonst wird das Glas zu voll. Also, auf geht's. Schau mal, jetzt machen wir noch mal Öl in den Becher. 200 Milliliter. Aufpassen, Kinder, wo die 200 steht. Eine 2 und 2 Nullen. Vielleicht gibt es Matheasse unter euch, die das schon können. Auf geht's, 200 Milliliter. 200 Milliliter. Lecker, lecker, lecker. So, die stelle ich erstmal hierher. So. Und dann, Toni, wir können noch nicht anfangen. Schau mal, jetzt haben wir hier Wasser, jetzt haben wir hier Öl und Farbe. Welche Farbe? Kinder, was meint ihr, mag denn der Toni am liebsten? Welche sollen wir denn in das Glas tun? Blau? Toni, blau, kann das sein? Ja, ich liebe doch blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Toni, blau kommt rein, okay? Kinder, blaue Lebensmittelfarbe. Lasst euch die von Mama geben. Nicht einfach was nehmen, bitte, ja? Wenn ihr das nachmacht. So, Toni, jetzt kommt blaue Farbe ins Glas. Schaut mal. So. Die bleibt jetzt da unten liegen. Lecker, 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 lecker. So sieht das aus.
Guck mal da unten, wie die Farbe unten liegt. Könnt ihr das sehen? Das sieht ja schon mal sehr schön aus. Das muss ich wieder zumachen. Und jetzt, Toni, jetzt kann ich das schon machen? Ja, okay. Jetzt kommt das Öl obendrauf, ihr Lieben. Pass auf, Toni, gucken. Die Kinder auch aufpassen. Jetzt kommt Öl auf das Wasser. Nicht umgekehrt. Und oh, Toni, das sieht ja so schön aus. Guck mal, Toni. Kinder, guck mal, könnt ihr das sehen? Das ist ja schon hübsch. Da könnt ihr euch zu Hause ja eine richtige Lampe bauen. Müsst ihr mit Papa bauen, glaube ich. Guck mal, ist das hübsch. Und jetzt kommt der Clou. Toni, das sind die Vitamintabletten. Und in diesen Vitamintabletten, da sind ganz viele Stoffe eingebaut, zum Beispiel Kohlendioxid, was sich dann bildet. Ihr kennt doch Brause oder Cola oder Blubberwasser. Und das macht so eine Brausetablette auch. Jetzt hier mit unserem Experiment. Toni, darf ich die reinschmeißen? Ja. Yeah. So, jetzt geht's los. Guck, die Kinder, schaut. Und die Tablette ist drin. Mal sehen, was jetzt passiert. Jetzt müssen wir warten, ob die was macht. Da passiert was. Seht ihr das, wie die Blasen hochwandern? Guckt mal. Und da kommen sogar blaue Blasen mit. Könnt ihr das sehen? Hey Toni, du Forscherass, warum ist das so? Jetzt frage ich dich mal. Bärbel. Ja, auf den Luftblasen. Auf den Luftblasen, die sind leichter wie Öl und Wasser, schwimmen die Farbtropfen nach oben. Die halten sich richtig fest. Genau, Toni. Oh, guck mal, wie das sprudelt. Die halten sich richtig fest. Guck mal. Toni, schau mal, es sieht aus wie ein Gewitter im Ozean. Siehst du das? Oh, jetzt wird es ein bisschen klarer. Ja, und das haben die Forscher rausgefunden. Ich glaube, so ähnlich machen die das Kinder mit der Lavalampe. Ein bisschen so ähnlich. Und ihr könnt ja zu Hause ausprobieren, wie das funktioniert. Vielleicht hat der Papa oder die Mama haben Lust, mit euch das zu machen. Hallo, ich bin Jansu, bin die Erzieherin vom Sternipark Schönfelder Straße. Heute möchte ich gemeinsam mit euch Schokocrossis herstellen. Dafür benötigen wir einmal Cornflakes, Schokolade, zwei Schüsseln, wo einmal erhitztes Wasser drin ist und Schokolade. Die Schokolade tun wir dann hier in unsere Schüssel rein und vermengen es. Wir müssen einen kleinen Moment warten, dass die Schokolade einmal schmilzt. Nachdem unsere Schokolade geschmolzen ist, tun wir jetzt unsere Cornflakes hier rein in die Schokolade. Oder doch die ganze Schüssel. Und vermengen dann die Schokolade und die Cornflakes miteinander. Nachdem wir die Kelloggs und die Schokolade miteinander vermengt haben, nehmen wir uns noch einen zweiten Löffel dazu, zwei Teller und formen unsere Schokocrossis zusammen. Jetzt sind unsere Schokocrossis fast fertig. Jetzt müssen sie nur noch kalt gestellt werden und dann können wir sie mampfen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und viel Spaß beim Essen.
Hallo! Wir machen heute wieder ein Sprachspiel, was ihr nachher zu Hause auch nachmachen könnt. Wir schauen erstmal, wer mitmachen darf. 1, 2, 3. Butter mit Brei, Salz und Speck und du bist weg. Der kleine Elefant darf heute mitmachen. Also, ihr könnt euch schon mal bereit setzen. Ihr könnt mitklatschen und ich erzähle euch den Hexenreim. Morgens früh um 6 kommt die kleine Hex. Morgens früh um 7 kocht sie Kraut und Rüben. Morgens früh um 8 wird Kaffee gemacht. Morgens früh um 9 geht sie in die Scheun. Morgens früh um 10 holt sie Holz und Spähen. Feuert an bis 11, kocht dann bis um 12. Fröschelein und Krebs und Fisch, hurtig Kinder, kommt zu Tisch. Genau, und bei der Hexe gibt es jetzt diesen Hexentrank. Und bei uns sagen wir erstmal auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss. Fertig, fertig, Schuss und aus. Wir